Okay, Leute, rein geht's mit der Adept von Alan Wake, welche bestimmt mega cool werden wird. Haha, hihi, hoho. Hoffentlich gegen einen Billy. Ich würde sehr, sehr gerne gegen einen Billy spielen. Vielleicht ist es aber auch kein Billy. Vielleicht ist es auch einfach mal ein Deathslinger. Wer weiß. Der Preis ist auf jeden Fall heiß. Ich sollte mein Maul halten. Es tut mir leid. Okay. Die Perks solltet ihr eh schon alle kennen, dazu habe ich schon genügend an Videos gemacht. Also ja, zu jedem eins sollte reichen. Jetzt das zweite. Und da kommt der erste Down leider sehr, sehr schnell durch. Wovon ich jetzt nicht der allzu größte Fan bin, weil ich hier escapen will. Und natürlich hat er Painrest, Deadman Switch und wahrscheinlich dann auch noch Grim Embrace oder was? Ja, Safe Call, oder? Safe, Safe Call. Zittest du nicht? Okay, alles gut. Uiuiuiui, ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Bisschen Respekt, würde ich sagen. Aber okay. Der Generator hier wird eh doch mal ein Sexy Touch geblastet. Ist zwar wieder bei Null, aber jetzt fahren, jetzt fahren. Hoffentlich können wir halt so viele Chains wie möglich jetzt durchcracken. Weil normalerweise sollte man, wenn man halt schon eine Person gehookt hat, mindestens einen gefinischten Chain auch schon am Start haben. Sieht, wie ihr auch schon sehen könnt, leider aber nicht so gut aus. Bin ich auch nicht so ein großer Fan von. Und hoffe ich auch sehr hart drauf, dass Alan hier den Chase seines Lebens rocken wird. Und nicht direkt rausgetunnelt werden wird. Ja, gut. Wir wissen wenigstens, Deadman Switch nur vom Generator weggehen, wenn es unbedingt nötig ist. Grim Embrace kann nicht mehr reinkicken, Painrest kann nicht mehr reinkicken, also alles bestens gerade. Einfach nur hoffen, dass er nicht zu uns herkommen wird. Und im Notfall werden wir halt in der Runde auch auf die Head spielen, leider muss ich aber weg. Och nein, als ob, ich musste doch nicht weg. Das ist so belastend, ich hoffe, dass die Lady weiß, was abgeht. Ich weiß, dass im Main auf jeden Fall ein Generator ist. Oh, Mann. Zu wenig Balls. Warte mal. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Ich war mir so sicher, dass du für die Rescue... Oh mein Gott, bitte sag jetzt nicht. Der Boy ist jetzt irgendwie so neben dem Hook und hält jetzt unsere Mate davon ab zu Rescue. Okay. Sieht nicht so aus. Wo war das der Generator da oben, der da gerade am Abgehen ist? Ne, ich bin da nicht so sneaky, wie ich gerne wäre. Was? Als ob das gehittet hat. Noch, du meine... Und als ob ihr auch noch daneben geheilt habt, gerescued habt. Warum sparkelt der General? Egal, egal, egal. Der will eh nur raustunneln. Alles bestens. Alles you. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir einfach Chen speeden. Oh, brand new part. Oh! Decisive ist so ein guter Perk. Und da gibt es wirklich Leute, die den Perk trash-talken wollen. Ein Generator noch, okay. Okay, let's go. Let's do it, guys. Let's do it. We can do this, my friends. We just need to believe. Okay, es ist down, schade. Ist aber fein. Ist fein. Wir können das schaffen. Und wir werden das schaffen. Assemble Power Rangers! Attack! Wo ist nächste Generator? Du kleiner Arsch, komm her. Eins gegen eins oder was, hm?
20 gegen 1. Ja, Stress. Ich hoffe jetzt natürlich mal. Okay, nice, Rest geht's durch, alles gut. Ich hoffe jetzt natürlich mal, dass wir den Generator hier gut durchballern können. Wir sind uns auch alle einig, dass wir den Generator hier durchschallern wollen. Das Problem ist, dass der Killer allemal schon nach zurückkommen wird. Und dass das natürlich ein ziemlich großes Problem ist. Muss ich euch, glaube ich, jetzt nicht sagen. Let's go. Sehr gut von ihr. Ich kann halt leider nicht viel machen gerade. Außer hoffen, dass sie durchhält. Was sie leider nicht tut. Okay, Mac ist auch an einem Generator dran, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Der Defo kommt jetzt halt leider durch. Junge, der Typ ist halt echt nicht scheiße, ne? Der Typ ist halt vieles, aber echt nicht scheiße. Und jetzt ist halt Deadman's Switch auch geprockt. Mit Pain Rest, was er anscheinend vorher noch nicht genutzt hat. Okay. Junge, wer bist du? Und warum bist du so gut? Pain Rest kommt halt jetzt nochmal durch, aber es sind dann zwei verschiedene Generatoren dran. Solange Alan nicht von seinem Generator weggeht, ist alles gut. Oh, Mac auch sehr gut outplayed mit Deadman's Switch da. Und jetzt weiß er halt nicht, welcher Generator der ist, der gerade mehr Progress hat. Jetzt weiß er es aber, wenn er zu Alan hingeht, ist Alan am Arsch. Wenn er zu Mac hingeht, haben wir keinen Generator, der gerade bearbeitet wird. Oh nee, das war Mac. Alan ist der rechts. Oh. Okay, das ist dann gut. Das ist dann gut. Das ist dann gut. Okay. Oh gut, da drüben ist ein Gate. Alan bekommt auf jeden Fall den Generator fertig. Mac hat Safe Coil Adrenaline. 100%. Ja! Zwei Adrenalins! Let's go! Kein No Way Out. Come on! Come on! Na, er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Ich vertraue meinen Mates einfach. Mac! Ich hab dir vertraut! Ja, er wird mich so weit weggucken wie möglich. Warum haben sie das Gate aufgemacht? Warum habt ihr das Gate aufgemacht? Warum nicht einfach 99? Jetzt haben wir Zeitdreck. Ja, jetzt haben wir Zeitdreck. Wir haben so hart Zeitdreck gerade. Wenn Mac halt Deliverance hätte, wäre halt Banger. Das wäre halt ein Banger. Oh, Alan, sehr gut. Er geht fürs Gate nearby. Und wir sollten das gerade auch eigentlich hinbekommen. Okay, all good, wir sollten raus sein. Nass. Holy shit, let's go! Adept ist durchgeschallert, durchgejallert. Und damit hätten wir eigentlich alle schon zu Alan Wake rausgeschallert. Ja, was ich eigentlich so geplant habe. Wir werden bestimmt mit einigen der Perks noch ein paar coole Dinge zusammenbekommen. Und huge respect an diesen Deathslinger. Mega gut gespielt. Und er hatte Cigar. Sehr interessant. Schreibt ihr mir natürlich jetzt noch zusammenfassend gerne eure Meinung zu Alan Wake in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.